Rien ne va plus, nichts geht mehr. Das Transferfenster in den internationalen Top-Ligen, es ist geschlossen. Einige Wechsel gingen auf der Zielgeraden noch über die Bühne, viele weitere scheiterten jedoch kurz vor knapp. Milot Rashica, der Bremer Flügelflitzer, bleibt vorerst an der Weser. Nachdem sich zunächst RB Leipzig aus dem Poker um den 24-Jährigen verabschiedete, war Bayer Leverkusen drauf und dran, den Kosovaren zu verpflichten. Rashica war demnach schon nach Leverkusen gereist. Letztendlich scheiterte der Deal aber an der Kaufoption. Doch auch Bremen selbst musste am Deadline-Day in den sauren Apfel beißen. Nach dem Abgang von Davy Klaassen zu Ajax Amsterdam wurde händeringend ein Nachfolger gesucht. Mit Marco Krujic vom FC Liverpool war der auch schnell gefunden. Die beiden Clubs waren sich über eine Leihe zwar einig, am Ende soll der Wechsel aber an den Gehaltsmodalitäten des Ex-Herthaners gescheitert sein. Eine Leihe von Bayern-Juwel Joshua Zirkzee ging ebenfalls in die Hose. Nach dem Last-Minute-Wechsel von Erik-Maxim Choupo-Moting zum deutschen Rekordmeister wäre Bayern bereit gewesen, den 19-Jährigen ziehen zu lassen. Der 1. FC Köln galt lange als heißer Kandidat. Im August hatte Kölns Sportchef Horst Held die Bayern schon einmal wegen einer Leihe angefragt. Doch nun haben die Kölner schlichtweg keinen Bedarf mehr. Mit Sebastian Andersson, Dimitrios Limnios, Tolu Arukadare und Marius Wolf hat der FC schon 4 Offensivkräfte verpflichtet. Und auch international spielten sich am letzten Tag Dramen ab. Der Kaugummi-Transfer von Lyons Memphis Depay zum FC Barcelona. Er platzte. Grund dafür Ousmane Dembélé. Der Ex-Dortmunder hätte seinen 2022 auslaufenden Vertrag bei den Katalanen verlängern sollen, bevor er zu Manchester United ausgeliehen worden wäre. Beide Clubs waren sich einig. Nur Dembélé wollte einfach nicht verlängern. Somit konnte Barca trotz Einigung mit Olympique Lyon und Depay keinen finanziellen Spielraum für den Niederländer schaffen. Ebenfalls geplatzt ist der Transfer von Antonio Rüdiger. Der Wechsel des deutschen Nationalspielers innerhalb Londons scheiterte wohl an ihm selbst. Die Tottenham Hotspur sollen sich mit dem FC Chelsea über ein Leihgeschäft verständigt haben. Doch Rüdiger blockte ab. Angeblich aus Angst, bei den Blues-Fans in Ungnade zu fallen. Rüdiger, der seinen Stammplatz unter Coach Frank Lampard verloren hat, favorisierte demnach eine Leihe ins Ausland. Trotz Interesse des AC Mailand, AS Rom, PSG sowie dem FC Barcelona fand sich letztlich aber kein Abnehmer für den Innenverteidiger.